Wenn ich mir unsere Software in Uni und Verwaltung anschaue, dann frage ich mich immer, wie es sein kann, dass ich sowas mit meinen Steuergeldern finanziere, bei Firmen, die weder in Europa ansässig sind, noch irgendwie besonders auf Datenschutz achten, wie jetzt zum Beispiel Microsoft oder auch sonstige Firmen. Ja, dann solltest du bei der Europawahl Piratenpartei wählen, denn wir stehen für freien Code, für freie Bürger. Das bedeutet Open Source Software, die von vielen Menschen überprüft und programmiert wird, sorgen dafür, dass keine Hintertüren eingebaut sind, dass keine Daten in die USA abfließen, und sie sparen sehr viele Lizenzkosten, die dann für Bildung oder Verwaltung zur Verfügung stehen. Das klingt nach einer echten Alternative, gerade wenn man bedenkt, dass man ja auch im privaten Bereich freie Produkte jederzeit und ohne Probleme verwenden kann. Genau so ist es.